Ja, hallo zusammen, mein Name ist Kai Gehring. Ich bin Bundestagsabgeordneter seit dem Jahr 2005 für Bündnis 90 Die Grünen. Als Jugend- und Hochschulpolitischer Sprecher kämpfe ich im Deutschen Bundestag für bessere Zukunftsperspektiven von jungen Menschen, für eine bessere Bildungspolitik. Dazu gehört mehr Geld, bessere Strukturen und höhere Qualität von der Kindertagesstätte bis zur Weiterbildung. Ich lebe seit meiner Geburt in Essen und seit 6 Jahren im Stadtteil Rüttenscheid. Dies ist auch mein Wahlkreis. Das ist gleichzeitig auch eine grüne Hochburg in Essen. Nicht nur von den grünen Stimmzahlen her, sondern es gibt hier sehr viel Grün, zum Beispiel in der Gruger, hier rund um die Messe und die Grugerhalle. Und ich freue mich, dass sich das Image von Essen zunehmend verbessert, dass Essen für gelingenden Strukturwandel steht, für Offenheit und Vielfalt bei den Menschen. Und ich es toll finde, dass wir stellvertretend für das Ruhrgebiet und die Metropolregion Ruhr dann auch 2010 Kulturhauptstadt werden. Und ein klares Markenzeichen dafür ist die Zeche Zollverein als Weltkulturerbe, wo man gerne sonntags mal hinkommen könnte, um Kaffee zu trinken. Zu grüner Politik bin ich 1998 gekommen, weil mich Programmatik und Personen überzeugen. Ich finde es wichtig, dass es eine starke Stimme gibt im Parlament für Klimaschutz, für mehr soziale Gerechtigkeit, für stärkere Bürger- und Verbraucherrechte und für eine friedliche Außenpolitik in unserem Land. Und dafür stehen die Grünen, dafür trete auch ich an. Unser Bildungssystem ist massiv unterfinanziert. Und wären Schulen und Hochschulen eine Bank, dann hätte man sie schon längst gerettet und hätte mehr Investitionen und eine höhere Qualität. Und das ist etwas, für das ich im Bundestag kämpfe, weil gute Bildungschancen das Entscheidende sind für Kinder und Jugendliche und für künftige Generationen. Das ist auch etwas, was mich immer politisiert hat und in die Politik gebracht hat, nämlich für Benachteiligte, für Minderheiten und für solche Leute, die keine so starke Stimme haben, Partei zu ergreifen. Und bei Ungerechtigkeiten steige ich auf die Palme, und das ist etwas, was auch sehr wichtig ist, hier im Bundestag einzubringen, wenn es um starke Bürgerrechte geht. Und das meint auch, dass über Jugendliche nicht nur dann diskutiert wird, wenn es um Probleme geht, wie Jugendgewalt, Komasaufen oder Ähnliches, sondern dass es um bessere Chancen geht für Jugendliche, dass die eine ganze Menge leisten, dass die sehr engagementbereit sind, sei es beim freiwilligen sozialen Jahr oder für sich und andere. Und das ist eine große Stärke. Und die Jugend ist sicherlich viel besser als ihr Ruf. Und das ist ganz wichtig, dass es für diese Einstellung auch eine starke Stimme im Bundestag und in der Politik gibt. Und das bin ich in den letzten Jahren gewesen und will das auch weiter sein.